Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom New Lands mit mir, dem Terminas. Wir gucken uns gerade um. Links haben wir ein Bollwerk errichtet, was erstmal stehen bleiben soll, weil wir rechts drei Ritter haben, die bestenfalls alles kaputt machen. Das war echt die Blutmondnacht. Ich hoffe, die habe ich ausgenutzt und die Bauern haben ihren Job getan. Nicht die Bauern, die Bauarbeiter. Aber ich glaube fast nicht, weil mir fehlen Hammerbrüder. Hier ist alles Tutti. Das wollte ich ausbauen. Na, tut das mal nicht. Bruder Jakob. Komm, vier. Okay, ich muss. Ich bin da gerade so im Mangel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommen da noch welche? Das sind die von letztens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, die haben sich zwei Hämmer geholt, bauen da auch schön. Und dann gibt's Bögen. Dann gibet frische Bögen. Bögen. Oh. Bisschen Kleingeld. Bisschen Kleingeld. Ich muss eigentlich Freunde, ich muss mich ein bisschen beeilen. Mit allem, was ich habe. Ich glaube fast, die Bauern haben nichts gemacht. Also die Bauarbeiter, mein Gott. Ich darf nicht mit den Bauern verwechseln, weil die Bauern machen tatsächlich was. Das ist der Unterschied. Ja, vor dem Wald kannst du noch kurz fressen. Ungern, aber muss ja. Mitkommen, noch einer. Ja. Mein Schiff steht hier nicht mehr. Das halte ich für bedenklich. Aber ich glaube, die haben die Bäume weggemacht, tatsächlich. Das Schiff ist echt scheiße. Aber wenn ich das so positionieren kann, dass die auf jeden Fall hier das Ding wegmachen, das Portal, dann wäre das doch ganz cool. Ich muss auf jeden Fall morgen ganz flott galoppieren und die restlichen Bäume wegmachen und die Mauer pflanzen, wenn möglich. Und deswegen sollte ich fast die Nacht bleiben? Fragezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ich denke schon. Ich denke, das ist die Idee, die hier bearbeitet werden muss. Und wir werden sehen. Wir werden Tutti Frutti sehen. Jetzt dauert die Nacht nur ewig. Wir haben hier zwei Bauarbeiter. Und ich hoffe, da kommen mehr. Wenn sie die Aufträge dann sehen. Vielleicht soll ich ein bisschen Platz machen, sonst scheiße ich wieder mit Geld zu. Wobei, hier sind kaum Jäger. Wobei, ein paar schon. Eigentlich dürfte einer reichen. Richtig, der nimmt dann halt alles Geld, was über ist. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Kann ich das wieder einsammeln? Könnt ihr das ja. Ich will nicht draußen stehen bleiben. Könnt ihr den Rest auch einsammeln? Ja, noch ein Stück. Ich will das nicht. Ah, die Türme sind schon geil. Guckt ihr dann. Da kommt ja fast nichts. Lieber werfe ich das Geld aus dem Boden, als das euch zu geben. Was das? Okay, da muss ich jetzt Gas geben. Und die Bäume fällen. Du kannst auch. Wobei das wahrscheinlich schon wieder die Bauern sind vom Schiff. Die Bauarbeiter. Ich bin doof. Weg, weg. Ne, hier sind die vom Schiff. Wieso sind das drei? Ich brauche nicht wirklich drei Leute mit Hämmern, um da zu arbeiten. Das kannst du mir nicht sagen. Aber scheinbar stehen da echt immer drei Leute. Okay. Klar. Ich brauche euch jetzt auch möglichst flott. Ich
mir keinen neuen Hammer kaufen müssen. Kommt ihr? Ich muss neue Hammer kaufen, oder? Oh. Ruhe. Mhm. Nein. Du gibst mir nichts. Renn. Ach, das mit den Hämmern ist ärgerlich und dass ich das vorher nicht aufnehme, weil ich merke schon wieder nach 10 Uhr. Die Sonne kommt angeschissen. OBS hat schon so einen dicken Streifen, an dem ich nicht so viel erkenne. Aber ist okay. Das ist okay. Natur stinkt. Die gemeinte Frau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal zwei Hämmer. Nochmal zwei Hammerbrüder. Ich habe kein drittes Pennerlagerfeuer. Wahrscheinlich, weil ich links nicht weiter bin. Da fehlt schon Hammer, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der soll sich noch keinen Bogen holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann sind die drei Hämmer weg, wie ich das verstanden habe. Der kommt schon gerannt. Komm, du auch. Komm. Laufen. Lauf. Such. Fass. Hol. Hol. Guter Junge. Dann sind die Hämmer erstmal wieder alle weg. Noch ein paar Bögen. Und dann passiert jetzt wieder der Geldmarsch hier durch. Boah, ich habe schon ein bisschen Angst, irgendwann nach Hause zu kommen, wenn die im Winter alle dastehen. Weil die haben so viel Geld dann. Eigentlich muss ich nicht mehr nach links gucken. Hin und wieder vielleicht Visite und das war's. Nein. Da werden jetzt schon wieder Bettler sein. Warum gehe ich auch immer zum Schiff? Das mit dem Schiff war echt eine dumme Sache. Das war die einzige dumme Sache. Ich würde das gerne wieder hier irgendwie abbestellen. Jetzt mein Kind, und ihr geht jetzt bitte nicht nachts los. Das wäre mir sehr unlieb. So nah darf ich nicht ran. Ihr wisst ja, was passiert. Mit Geld zugeschissen. Nee! Ich sagte nein! Warum bist du so? Ach, das ist ein Monster! Er leckt mich am Arsch. Wer hätte das gedacht? Nein! Behalt den Hammer, bitte! Mein Geld. Jetzt los, meinetwegen, irgendwelche Penner. Oh, komisch, wie kommt das? Und die werden plötzlich so gut im Umgang mit einem Hammer sein, als wären die schon mal da gewesen. Ich hasse euch. Und ihr wisst genau warum. Okay, Tag 31. Macht bitte die Bäume weg. Wenn die Bäume weg sind und ich hier zwei Mauern bauen kann, dann habe ich keine Probleme mehr. Kommt ihr? Einer kommt. Einer würde reichen. Mehrere wären besser. Vielleicht hätte ich erstmal nur die hinteren anstecken sollen. Weil ich brauche die Mauer. Allerdings, wenn ich die nicht schnell genug hocharbeiten kann. Das ist halt. Ja, genau, mach den hinteren. Oh. Da waren noch mehr. Wo sind die restlichen? Wie? Jetzt ehrlich. Ja. Nee, nicht zum Schiff. Was ist dein Problem? Kannst du das bitte lassen? Ja. Yeah. Wieder seiner. Ja, okay. Okay, gut, 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 gut. Das sind zwei. Die doch hoffentlich nicht zum Schiff gehen.
Ihr habt das nicht gesehen. Es gibt kein Schiff in dieser Welt. Sondern jetzt müssen die Ritter kommen. Ich hätte ja auch gerne den Wald hier ein bisschen lichter, dass ich hier... Oh, aufscheinen war vielleicht ganz doof. Egal. Ich klicke ein Maul hin. Dann lasse ich hinten die erstmal so, die sollen jetzt erstmal das hier bauen. Aber wie ich das kenne, schaffen die das nicht mehr, oder? Ich muss es heute bei einer kleinen Steinwalle lassen. Ist okay. Ich habe schon wieder getan. Ich habe schon wieder getan. Dumm! Ist ja rechts eigentlich schon tot und lockt Monster an. Ich habe schon wieder getan. Ich werde niemals irgendwas lernen. In meinem Leben. Da liegt ein Hammer. Kannst du bitte zurückgehen? Guck mal, die wirken echt wie ein Turm. Ist recht angenehm. Nimm den Hammer mit. Ich merke gerade. Vielleicht soll ich mich darum kümmern. Weil ich hier gerade keine Ritter habe, die würden nur die Mauer kaputt prügeln. Nehmt all mein Geld, ich hab Bauern. Oh, die Ritter sind da, weißt du was? Meins. Ha! Verarscht! Das war's wert. Ich werde dann hier mal kurz. In der Nacht könnt ihr wenigstens hier ran arbeiten. Und mit ihr meine ich eigentlich Plural. Wo ist der andere? Was wird das? Hier fehlt doch wieder einer. Das Schiff hat das Portal zerballert. Ich hab's gewusst. Ich hatte recht. Ich darf nicht galoppieren. Falls hier noch ein Portal ist. Und das ist noch nicht der Steg. Leck mich am Arsch. Wie groß ist denn die Insel? Aber wir haben hier ein neues Pennerlagerfeuer. Und das ist doch hoffentlich was Gutes. Das könnte alles zu unserem Vorteil gereichen. Vorausgesetzt, das Katapult kommt noch und so. Dass das Schiff halt schon steht, ist einerseits cool, weil die haben jetzt tatsächlich das Portal weggemacht. Andererseits ist es weniger cool, weil die haben jetzt ungeplant das Portal weggemacht. Ihr versteht mein Problem dahinter vielleicht. Das ist gefährlich. Ja, und hier muss ich die Bäume wegholzen. Regenplatz und so. Ich glaube, hier brauche ich die Verteidigung zwar nicht so viel, nur an der Front. Aber haben es haben. Hat schon meine Mutti immer gesagt. Geld bitte. Wir sind zuscheißen lassen, wie immer. Mein Bauern ist verlassen. Ich komme da nicht mit leerem Geldbeutel wieder. Ich lasse überall Geld hinregnen. Guckt euch da an. Ah. Toll. 2 Münzen haben mich viel gekostet. Nein. Nein. Reite geschwind wie der Wind. Pass auf, was wir machen. Erstmal 3 Hämmer. Weil Arbeiter werden benötigt plötzlich. Nein, was soll das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Weil ich glaube, ich 1 verkackt habe. Hört auf, mir Geld zu geben. Mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du sollst nicht... Verpiss dich, bitte. Tu mir einen Gefallen und geh weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut. Da geht's gut. Es dürfte ja eine Blutmondnacht sein, weil ich das Portal kaputt gemacht habe.
Wohlwissend natürlich. War nämlich geplant. Ups. Ihr dürftet Geld haben wie Scheiße. Das war einer. Solange es noch geht, einfach voll aufpowern. Geld. Ja, das reicht schon. Das reicht doch schon. Warte, verläuft sich gerade einer tatsächlich nach hier hinten? Das ist kein Blutmond. Sauer bin ich nicht. Euch geht's gut. Ich meine, ihr habt die Mauer scheinbar ja noch. Dann gefällt mir das soweit. Und das heißt, ich muss rechts jetzt einfach nur noch gucken, wann und ob noch ein Portal kommt. Dann ist nämlich das Boot schon bereit, was natürlich komplett geplant war. Die paar Dollaris, die ich da extra ausgegeben habe, ach. Naja, ich habe da jetzt drei Ritter stehen, die ein Portal gemacht haben. Das hätte ich auch mit einem geschafft. Bisschen ärgerlich. Bisschen war es ärgerlich, aber was soll man machen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tennis raus, bis dahin. Und tschüss.